Ja. Okay, dann legen wir los. 11. Skitourentreff von Globe Alpin. Hallo und schönen guten Abend an alle, die dort teilnehmen. Allermeisten wieder wie fast jedes Jahr aus Südtirol, aber sehr schön zu sehen. Immer mehr auch aus dem deutschsprachigen Ausland. Deswegen werden wir zwei uns dann auch bemühen, ein bisschen so zu reden, dass man uns versteht. Ganz kurz vorweg, das Format bleibt das gleiche, wie wir es in den letzten 4 Jahren schon gehandhabt haben, sprich rein die Theorie, wobei wir sehr viel Wert auf die Praxis dann legen, aber die Einführungstheorie machen wir wieder, wie auch in den letzten Jahren, über ein Webinar, wo man uns heute zuschauen kann und eventuell es auch in den nächsten Tagen noch abrufen kann. Es hat sich bewährt, dass eigentlich wir zu den Menschen hingehen und nicht alle zu uns kommen müssen. Dementsprechend die digitale Form für die Theorie und dann in den verschiedenen Landesteilen die Gruppen, die dann praktisch im Gelände unterwegs sein werden. Eine schöne Angelegenheit, die ich jetzt kommunizieren kann, ist die Tatsache, dass wir viele Anfänger haben. Ich weiß, es gehört ein bisschen zur Etikette, das so etwas zu sagen, aber ich meine es wirklich so. Heuer haben sich besonders viele Neueinsteiger angemeldet. Dementsprechend wird auch die Theorie ein bisschen in die Richtung gehen, dass doch auch die Basis wieder erklärt wird, nicht nur für fortgeschrittene Experten, wobei wir auch versuchen, die ein bisschen zu bedienen. Trotzdem gibt es Neuerungen und ich glaube, man sieht sie schon im Bild und ich selber bin unheimlich glücklich darüber. Ich habe vorweggenommen, es ist der 11. Skitourentreff. 10-mal habe ich mich selber um die theoretischen Einheiten gekümmert. Heute steht die Jugend neben mir, Florian. Ich bin echt froh, dass er sich dazu bereit erklärt hat, vor allem auch mit seinem Background, den er hat zu diesen Themen, diese theoretische Einführung zur Lawinenkunde zu übernehmen. Dementsprechend werde ich bald einmal hier aus dem Bild verschwinden und das wird der Florian übernehmen. Einen kleinen Teil zum Schluss werde ich dann doch selber machen, wenn es eher um die nicht einmal behelfsmäßige Rettung, mehr um die Geräte bzw. um die Neuerungen dort geht, da ich mich in letzter Zeit ein bisschen damit befasst habe auch. Bevor wir dem Florian übergebe, einen Hinweis noch. Es ist möglich, über den Chat Fragen zu stellen. Also wenn jemandem irgendetwas unter den Fingernägeln brennt, bitte schreiben. Soweit wir imstande sind, das zu beantworten oder die Fragen auch in irgendeiner Form hier vorzubringen, werden wir das machen. Florian ist sowieso überaus kompetent und auch ich werde eventuell, sollte es notwendig sein, meinen Senf dazugeben. Dementsprechend, Florian, kann ich jetzt aus der Bildfläche verschwinden und ich übergebe dir. Ja. Passt. Ja, danke. Und dann denke ich, fangen wir gleich an. Wir schauen, dass wir es nicht zu lange machen, das Theoretische. Wir fangen mal an. Gut. Das Erste, womit ich beginnen möchte, sind die Lawinentypen. Und da beginnen wir mal mit der Lockerschneelawine. Sieht man schon auf dem Bild. Zum einen gibt es da die trockene Lockerschneelawine und zum anderen die eher ein bisschen nasse Lockerschneelawine. Beiden ist eins, dass sie einen punktförmigen Anriss hat, wie man hier sehr gut erkennen kann, und dass sie dann eine kegelförmige Sturzbahn entwickeln. Sie sind relativ langsam, langsamer als das klassische Schneebrett. Und das Gelände ist häufig steiler als 40 Grad. Das werden wir dann später noch sehen. 40 Grad, da spricht man von einem sogenannten felsdurchsetzten Gelände, wie hier oder auch in dem Bild sehr gut zu erkennen ist. Bei der nassen Lockerschneelawine führt eben der Feuchtigkeitsverlust durch die Durchfeuchtung zu diesem Lockerschnee, zu dieser feuchten Lockerschneelawine. Und wie auf dem rechten Bild hier gut erkennbar, diese Lockerschneelawine, diese Feuchte, löst dann durch die größere Zusatzbelastung, die sie dann auswirkt, eine Grundlawine mit großem Ausmaß
aus und das ist meist im Frühling der Fall. Dann gehen wir weiter zur Gleitschnittlawine. Die Gleitschnittlawine ist leicht zu erkennen, weil sie einen breiten linienförmigen Anriss hat. Das erkennt man da auf dem Bild sehr gut. Da spricht man meist von einem Fischmaul. Und die Voraussetzung für diese Gleitschnittlawinen ist ein glatter, feuchter Untergrund, meistens Grasböden. Und da findet ein langsames Abwärtsgleiten der gesamten Schneedecke statt. Das bedeutet, diese Lawine, diese Art von Lawine, passiert nicht plötzlich, sondern meist über Tage oder Stunden. Und das sieht man auf dem rechten Bild hier sehr gut. Da ist sogar eine Schitterungärin oberhalb unterwegs im sicheren Bereich. Und die Lawine, die hat sich schon Tage vorher geöffnet, aber man kann dabei nicht genau einschätzen, wie lange das dauert oder wann sie genau abgehen wird. Deswegen sie ist sie ziemlich schwierig einzuschätzen. Trotzdem ist sie relativ unproblematisch für den Schitterungeher, weil man erkennt sie sehr gut, dass sich dieses Fischmaul geöffnet hat und man sollte sich einfach dann darunter nicht aufhalten. Vielleicht sollte man keine Pause drunter machen oder da unterhalb aufsteigen, sondern schnell vorbeigehen und dann hat sich das eigentlich erledigt. Deswegen ist für einen Wintersportler so eine Lawine von untergeordneter Bedeutung. Dann kommen wir zur Nassschneelawine. Nassschneelawinen entstehen meistens durch Regen oder durch die tageszeitliche Erwärmung. Das führt zu einem Festigkeitsverlust durch die Durchfeuchtung. Diese Durchfeuchtung stellt ja eine Zusatzbelastung, ein Zusatzgewicht für die Schneedecke da und das löst dann eben diese Naschenlawine aus. Oft reißt diese Naschenlawine als Schneebrett oder als Lockerschneelawine, wie wir beim ersten Bild vorhin gesehen haben, reißt sie an und entwickelt sich dann eben zu einer Naschenlawine. Häufig passiert das spontan, wenn die Feuchtigkeit oder die Wärme zu groß wird und dann sind die Hänge meist mehr als 35 Grad steil. Es ist aber nicht schwierig einzuschätzen, so eine Nassschneelawine, weil im Frühling, warum startet man so früh? Meistens schon in der Nacht, weil man zu einer gewissen Tageszeit wieder zurück sein will, bevor eben die Erwärmung, die tageszeitliche, zu groß wird. Und weil man ganz oft hört, auf Pisten oder im Wald ist man sicher vor Lawinen. Diese Lawine hier im Bild, das ist auf einer nicht präparierten Piste passiert. Nicht präpariert in einem normalen Winter mit normaler Schneedecke und da waren auch ganz viele Abfahrtsspuren vorher schon ersichtlich. Aber es war der erste Tag, wo es eine markante Erwärmung gegeben hat und dann hat sich diese Lawine oben aus einer Lockerschneelawine zu einer Nassschneelawine entwickelt und ist über die Skipiste eigentlich abgegangen. Dann kommen wir noch zum klassischen Schneebrett. Das hat ganz einen linienförmigen, scharfkantigen Anriss, wie man hier ganz markant erkennen kann. Und dabei, wie wir danach später in einer Animation sehen, passiert ein schlagartiges Abgleiten der gesamten Schneetafel. Da sieht man dann auch diese Schollen. Und das ist ein Hinweis dafür, dass es sich um ein Schneebrett handelt. Hangneigung muss dabei größer als 30 Grad sein. Und die Auslösewahrscheinlichkeit ist schwierig einzuschätzen. Man kann es mit Hilfe des Lawinenlageberichts sehr gut einordnen, wie wahrscheinlich es ist, aber man kann es nicht einfach so bestimmen. Dabei ist aber ein einzelner Skifahrer meist schon genug, wie man hier gesehen hat, dieser Mann und das Schneebrett wurde von ihm ausgelöst. Dann, wenn wir von Lawinentypen sprechen, müssen wir auch verstehen, was sind die Voraussetzungen zur Schneebrettbildung? Da gibt es drei ganz wichtige Faktoren. Einmal muss eine gebundene Schicht, das sogenannte Schneebrett, über einer Schwachschicht vorhanden sein. Darunter muss eine flächige, und das ist das Wichtige, eine flächige Verbreitung der ungünstigen Schichtung vorhanden sein. Wenn das nur auf einem Quadratmeter, zum Beispiel eine Graupelschicht als Schwachschicht wäre, dann ist ein Quadratmeter ist zu klein, um eine Lawine auszulösen. Diese Schwachschicht muss einfach flächig verbreitet sein. Und noch was Wichtiges ist, die Hangneigung muss im Normalfall steiler als 30 Grad sein. Dann ganz kurz zu dieser Animation.
Wenn wir sagen, das ist ein schöner schneeweißer Hang, ein ganz normaler Hang, und da wird jetzt das Schneebrett ausgelöst, dann passiert das impulsmäßig. Ich lasse mal das Video durchlaufen. Jetzt kommt dieser Impuls und das ganze Schneebrett geht plötzlich ab und nicht an einem Punkt, sondern da rutscht alles auf dieser Schwachschicht eben ab. Und dann, wenn man Glück hat, liegt man oben auf oder unterhalb. Dann eben das Schneebrett. Warum wird das als sogenannte Skifahrerlawine bezeichnet? Weil 95% der Lawinen lösen wir selbst aus. Es ist ganz selten, dass man die Lawine nicht auslöst und doch verschüttet wird, so von sogenannten Spontanlawinen. Jetzt kommen wir aber zum Lawinenlagebericht. Den Lawinenlagebericht in Tirol, Südtirol und dem Trentino, das ist im Zuge eines Euregio-Projektes gemacht worden. Das ist auf der Seite Lawinenreport abrufbar. Und auf dieser Seite, das ist sehr interessant, kann man nicht nur für diese Euregio den Lawinenlagebericht abrufen, sondern auch von den umliegenden anderen Alpenländern hat man einen ersten Blick, was in den angrenzenden Ländern, welche Lawinengefahrenstufe vorherrscht. Das war jetzt die für Montag, also der Lawinenlagebericht für Montag, 8.1., herausgegeben am Tag vorher. Das wird immer um 17 Uhr des vorausgehenden Tages aktualisiert. Und wir sehen, das ist ein ziemlich buntes Bild. Unten rechts sehen wir die Gefahrenstufen von 1 bis 5 mit der jeweiligen Farbe und können das ein bisschen einordnen. Zudem ist unten links noch, sind die Lawinenprobleme angegeben, aber das ist nur als Legende und nicht als vorherrschendes Lawinenproblem zu verstehen. Das sind die 5, die es gibt. Da werden wir jetzt danach noch eingehen. Aber zunächst beschäftigen wir uns ganz kurz mit der Gefahrenstufe. Gefahrenstufe 1, das bedeutet gering. Das sind allgemein sichere Turnverhältnisse, was aber nicht bedeutet, dass keine Lawinen abgehen können. Man sieht, rund 5% aller Unfälle passieren bei Stufe 1. Da gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Bei Lawinenstufe 2 mäßig, das sind überwiegend günstige Verhältnisse, aber trotzdem rund 30% aller Unfälle passieren auch bei Stufe 2. Dann kommen wir zum Klassiker, Stufe Nummer 3. Stufe 3 erheblich, das sind ungünstige Verhältnisse. Da passieren die Hälfte aller Unfälle mit Lawinen. Lawinenstufe 4, das ist groß, das sind sehr ungünstige Verhältnisse. Da passieren dann nur mehr 10% der Unfälle. Und das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, erstens, weil die Stufe 4 einen abschreckenden Effekt hat und zweitens, weil man meistens schon bei der Anreise in die Täler auf den Straßen Einschränkungen haben wird. Und bei Stufe 5, da haben wir dann sowieso keine Skitourenmöglichkeiten mehr. Bei den Gefahrenstufen, da sollte man aufpassen, dass man nicht denkt, gestern war Stufe 1, heute ist Stufe 2. Das ist ein bisschen gefährlicher als gestern, sondern da handelt es sich nicht um eine lineare Funktion, sondern um eine exponentielle. Somit steigt die Gefahr um ein Vielfaches, im konkreten Fall um ein Vierfaches zur vorhergehenden niederen Stufe. So, dann wie ist der Lawinenlagebericht aufgebaut? Das kann man ganz gut erkennen an der Informationspyramide hier. Das erste, das sicher jeder von uns mal gesehen oder sich jedes Mal anschaut, ist die Gefahrenstufe. Wie gefährlich ist es? In diesem Fall bei dieser Lage hier wäre es eine Stufe 3. Dann, was ist das Lawinenproblem? Was ist die Ursache? Dann kommen hier eben die Lawinenprobleme als Symbolbild. Dabei handelt es sich hier einmal um das Triebschneeproblem und als zweites Problem haben wir ein Altschneeproblem. Dann kommt die Gefahrenstellen. Wo sind die Gefahrenbereiche? Dann haben wir die Windrose hier, die mir angibt, die blauen Bereiche sind jene, wo diese Gefahrenstufen und die Gefahrenstellen vorkommen. In diesem Fall ist es
von der Exposition West über Nord bis Ost, südseitige Hänge sind nicht so gefährlich. Und wichtig hier, wo der Berg symbolisiert ist, das Blaue bedeutet oberhalb von 2200 Metern. Und dann noch zum Schluss bekommt die Beschreibung, warum ist es gefährlich und zusätzliche Infos. Das ist dann der Text und in dem stehen ziemlich viele wichtige Informationen zur Schneedecke und so weiter drinnen, auf das man eigentlich auch eingehen sollte. Bevor wir jetzt den Lawinenlagebericht durchlesen und uns anschauen, kommen wir nochmal zurück zu den Lawinenproblemen. Lawinenprobleme, wie schon gesagt, gibt es fünf. Eines ist das Neuschneeproblem. Ab einer gewissen Neuschneemenge wird der Neuschnee zum Problem. Man sagt, bei 20, 30 oder auch mehr Zentimeter Neuschnee haben wir dieses Problem. Triebschneeproblem, das kommt, Hauptursache ist da der Wind, vom Wind verblasener Neuschnee. Dann haben wir das Altschneeproblem, was ziemlich schwierig einschätzbar ist, weil man es auch nicht sieht. Dann haben wir das Nassschneeproblem, wie schon vorhin besprochen. Das ist auf Regen oder hohe Temperaturen zurückzuführen und das Gleitschneeproblem, was wir schon mal hatten heute. Nun zum Lawinenlagebericht, da habe ich nicht den aktuellen genommen, sondern von vor Weihnachten, weil das ist ein ziemlich buntes Bild. Da haben wir von Stufe 1 grün bis Stufe 4 in rot, alles auf dieser Karte drauf. Und ich habe mir da nicht wirklich, aber ich habe es versucht, mir zu denken, ich gehe im Fitsch eine Skitour südlich vom Brenner. Dann muss man halt wissen, wo diese Zone ist. Dann klickt man da drauf und man sieht, diese ganze Zone rundherum ist gleich bewertet wie das Pfitztal alleine. Diese Zonen wechseln je nachdem, wie die Verhältnisse sind. Also das kann morgen ganz eine andere Zone sein als wie heute oder wie gestern. In diesem Fall war in dieser Zone eine 4 oberhalb der Waldgrenze, unterhalb der Waldgrenze eine 3. Die hauptsächlichen Probleme waren das Triebschneeproblem und ein Gleitschneeproblem. Und zusätzlich hat der Lawinenlagebericht auch noch angegeben eine Anmerkung, spontane Lawinen sind zu erwarten. Und wenn ich jetzt auf Details klicke, dann komme ich zum Lawinenlagebericht, zum ausführlichen, genau für meine Zone, die ich ausgewählt habe. Da wird nochmal ganz klar eingegangen auf die vorherrschende Gefahr, eine Tendenz, wie es morgen wahrscheinlich weitergehen wird. Und es werden die einzelnen Probleme noch einmal angeführt und ganz eigen definiert. Das Triebschneeproblem habe ich in allen Expositionen, das Gleitschneeproblem auch und das Neuschneeproblem auch in allen Expositionen. Der große Unterschied jetzt, das Triebschneeproblem habe ich oberhalb der Waldgrenze. Das Gleitschneeproblem habe ich unterhalb von 2400 Meter. Das ist die Schattierung genau umgekehrt. Und das Neuschneeproblem habe ich unterhalb der Waldgrenze. Und was dieses Jahr neu dazugekommen ist, es wird Infos über die Schneedeckenstabilität für den Triebschnee und für das jeweilige Problem angegeben, sowie die Gefahrenstellen und die Lawinengröße angegeben. Das ist ganz interessant auch, wie verbreitet Gefahrenstellen sind und was für Lawinengrößen zu erwarten sind. Dann steht im Lawinenlagebericht eben der Text mit den ganzen Erklärungen, wo diese Gefahrenstellen zu finden sind. Dann weiter, wie die Schneedecke aufgebaut ist, was für ein Wetter in den letzten Tagen vorherrschte und was so Besonderheiten auch dabei sind. Und eine Tendenz, wie es in der Zukunft, also in der 1 bis 2 Tage im Voraus, weitergehen wird. Was auch seit diesem Winter neu ist, ihr seht es vielleicht, Exposition oder stürmischer Wind oder Waldgrenze. Gewisse Begriffe, Gleitschneelawine, sind blau unterstrichen. Dieses blau unterstrichen ist bei Begriffen, die nicht jeder weiß, die nicht jeder kennt. Wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung habe, was Exposition bedeutet, dann gehe ich mit der Maus drauf auf Exposition, klicke drauf und es geht ein kleines Fenster auf, wo mir mit zwei, drei Sätzen versucht wird zu erklären, was die Exposition ist. Somit muss ich nicht googeln oder auf eine andere Seite gehen und mir das raussuchen, sondern es wird versucht, mit einem Beispiel in kurzen Worten mir das zu erklären. Ist sehr nützlich. Dann gehen wir ganz kurz noch auf die Probleme ein. Das Neuschneeproblem, eben wie gesagt, das hat mit den aktuellen Schneefällen oder kurz zuvor gefallenem Neuschnee
zu tun. Als Faustregel kann man hier sagen, das Beste ist abwarten, bis sich der Schnee mit dem Altschnee verbunden hat und dann nach ein paar Tagen hat sich die Situation meist sehr schnell entspannt. Das zweite ist das Triebschneeproblem. Das ist meist ganz gut erkennbar, so wie hier auf dem Bild. Die winderodierten Rücken und die eingeblasenen Rinnen hier. Deswegen, wenn es so leicht erkennbar ist und die Sicht sehr gut ist, dann würde man als Faustregel hernehmen, dass es Ausweichen das Beste ist. Dann haben wir das Altschneeproblem. Beim Altschneeproblem haben wir Schwachschichten innerhalb der Schneedecke, sogenannten Schwimmschnee, der sehr verbreitet und großräumig vorhanden ist. Und in diesem Sinne ist es dort sehr schwierig, wie man eine Tour auf Tour vorgehen soll. Auf jeden Fall defensiv verhalten und lieber zu wenig sichtbar als zu viel. Beim Nassschneeproblem, da ist wieder die Faustregel oder das Vermeiden von diesem Problem sehr leicht mit einem frühzeitigen Start, denn unser großes Problem ist hier die Temperatur bzw. die Durchfeuchtung der Schneedecke. Und abschließend noch das Gleitschneeproblem. Beim Gleitschneeproblem, wie schon am Anfang jetzt gesagt, einfach nicht unterhalb länger aufhalten und schauen, dass man eben diesen Gefahrenzonen ausweicht. Dann kommen wir zu einem interessanten Punkt, den Entscheidungshilfen. Das Wichtigste und das Grundlegende der ganzen Entscheidungshilfen, der Strategien, ist der Lawinenlagebericht, der mir eben angibt, wie gefährlich ist es, was ist gefährlich und wo ist es gefährlich. Das Zweite, was noch wichtig ist, ist die Hangneigung. Ich muss einfach wissen, wie steil ist es, wo ich unterwegs sein werde. Dann logisch die klassische Schneekunde und die Einzelhangbeurteilung, das kommt erst später dazu und das ist erst dann, wenn ich schon unterwegs bin. Und in diesem Sinne eben die probabilistischen Entscheidungsfindungen mit elementarer Reduktionsmethode, Stop-or-Go oder was auch immer, da gibt es ganz viele solcher Entscheidungshilfen, das kommt dann erst in einem zweiten Moment. In dem Bild jetzt zum Beispiel, da sehe ich ganz klar, was wird hier welches Lawinenproblem vorhanden sein. Ich habe abgeblasene Rücken hier und dazwischen habe ich Mulden, die sehr schön glatt ausschauen. Ich habe eindeutig ein primäres Problem vom Triebschnee. Und wenn ich jetzt unterwegs bin, okay, hier bin ich relativ im flachen Bereich, aber wir werden danach sehen, ich muss unterwegs das Gelände einschätzen können, die Neigung, und wenn ich auf den Gipfel da hinten will, dann muss ich mir im Klaren sein, dass es hier steiler wird, als wo ich jetzt bin. Und so kann ich dann meine Tour unterwegs auch weiter planen und aktualisieren. Eben, die Steilheit ist etwas vom Wichtigsten. Dazu dieses Bild hier. Es gibt, und so ist es dann auch im Lawinenlagebericht definiert, mäßig steile Hänge bis 30 Grad, steile Hänge über 30 Grad, sehr steile Hänge über 35 Grad und extrem steile Hänge über 40 Grad. Und ich lasse euch jetzt ganz kurz bei diesem Bild überlegen, wo ihr diese Zonen vermutet und warum. Und ich werde dann jetzt gleich umschalten aufs nächste Bild. Und da habe ich versucht, die ungefähr einzuzeichnen. Aber ich glaube, es ist relativ klar, dass im unteren Bereich bei diesen Hügeln und Kuppen haben wir unter 30 Grad. Dann, wo solche größeren Aufschwüngeleien kommen oder so, der Ansatz von einem großen Hang unten, wo es anfängt anzusteigen, haben wir über 30 Grad. Dann 35 Grad, über 35 Grad ist dann ein bisschen schwierig. Sind es noch 35 oder sind es schon 40? Auf jeden Fall extrem steil über 40 Grad, da gibt es einen ganz klaren Erkennwert oder ein Erkennungsmerkmal. Das ist, wenn felsdurchsetzte Zonen sind, wie hier oder da drüben oder in dem Bereich auch. Das muss gar nicht so hoch oben sein, sondern auch hier haben wir 40 Grad in dem Bereich. Und was man auch erkennt, aus diesen felsdurchsetzten Zonen haben wir auf dem Bild kleinere Lockerschneerutsche. Also so kann man ungefähr die Steilheit mit dem eigenen Auge feststellen. Sonst kann man auch die Steilheit messen. Also
Die Rundbögen im Aufstieg macht man unterhalb von 30 Grad, im flacheren als 30 Grad. Spitzkehren benötigt man ab 30 Grad, sagt man. Man kann dann auch mittels den Stöcken, mittels den Skistöcken die Steilheit messen oder mit der Snowcard oder mit dem Neigungsmesser auf dem Handy oder mit diesem Gerät von Beeps, das man auf dem Stock drauf hat. Aber das werde ich jetzt dann wahrscheinlich mit dem Bergführer am Samstag und am Sonntag selber üben. Das würde ich jetzt nicht in der Theorie hier so erklären mögen. Was aber schon wichtig ist, wenn ich die Steilheit messen muss, dann müsst ihr euch bewusst sein, ich bin da schon im Hang drinnen. Es ist dann nicht vielleicht so angenehm, wenn ich bei Stufe 3 raufkomme, in dem Hang, wo ich gerade bin, hat es 40 Grad. Dann bin ich schon in der Gefahrenzone drinnen. Dann ganz kurz noch zur elementaren Reduktionsmethode. Bei Stufe 2 verzichtet man auf die Steilhänge über 40 Grad im Sektor Nord. Zum Unterschied, bei Stufe 3 verzichte ich auf Steilhänge über 35 Grad in allen Expositionen und bei Stufe 4 auf Steilhänge über 30 Grad in allen Expositionen. Da gehe ich relativ auf Nummer sicher und bin auch relativ sicher unterwegs. Was man aber nicht vergessen darf, ist das nächste, der Einzugsbereich von diesen Zonen. Also bei Stufe 1, wenn ich sage, ich will da auf den Gipfel gehen, bei Stufe 1, das ist ja geringe Lawinengefahr, dann muss ich wirklich nur den unmittelbaren Bereich der Spur beachten. Also wirklich nur, wo ich meine Spur anlege. Bei Stufe 2 ändert sich das. Bei Stufe 2 muss ich im Umkreis von 20 Meter, also links 20 Meter und rechts von meiner Aufstiegsspur, die Hänge beurteilen. In dem Sinne wird das wahrscheinlich auch noch bei Stufe 2 möglich sein. Bei Stufe 3 erheblich, da zählt der gesamte Hang, in dem man sich befindet. Und das ändert schon einiges. Ich muss den ganzen Hang beurteilen, wenn da zwar, wo ich aufsteige, meine Spur nicht im 30 Grad steilen Gelände ist, aber der Hang, in dem ich mich befinde, 30 Grad steile Stellen hat, dann muss ich mir überlegen, 30 Grad okay bei Stufe 3, aber 35 Grad ist vielleicht schon am Limit. Dann der Einzugsbereich bei Stufe 4, da schaut die Welt dann nochmal markant anders aus. Da ist dann das ganze Umfeld der Aufstiegsspur mit Auslaufzonen zu bewerten. Und bei diesem Beispiel, glaube ich, verstehen wir alle, dass wir uns da nicht aufhalten sollten. Ganz kurz noch, weil die Planung, bei der Planung einer Skitour verwenden wir alle ganz gern wahrscheinlich Hangneigungskarten. Nur als Anmerkung, das sind zwei Hangneigungskarten vom gleichen Ausschnitt. Das ist im hinteren Ratschingertal, da ist die hohe Kreuzspitze und hier rechts unten ist die kleine Kreuzspitze und außerhalb vom Bild hier wäre Vlading der Ausgangspunkt und man steigt normalerweise hier auf. Und hier ist das Gleiche, hier ist Vlading, da steigt man auf, hier hoch zur hohen Kreuzspitze. Man sieht, die Auflösung der linken Karte ist ein bisschen gröber als die der rechten Karte. Und da sind wir schon bei dem, was ich euch mitgeben möchte. Passt auf, welche Seiten, welche Hangneigungskarten ihr verwendet und seid flexibel, weil vor Ort in der Realität schaut es dann oft nochmal anders aus. Weil es kann noch so eine gute Auflösung sein. Draußen im Gelände ist dann oft die Realität ein bisschen eine andere. Dann, wenn wir schon auf Tour sind, dann gibt es gewisse Alarmzeichen, wenn man unterwegs ist. Eines der besten Alarmzeichen sind Spontanlawinen. Die sind nicht die besten, aber die am einfachsten zu erkennenden Alarmzeichen, so wie hier in dem Bild. Oder frische Schneebretter. Die zeigen mir auch, dass, wenn sie frisch sind, die aktuelle Lawinenlage eher heikel ist. Wurmgeräusche haben wahrscheinlich auch schon viele von euch gehört. Oder Rissbildung. So ein Wurmgeräusch oder eine Rissbildung, da früher hat man gesagt, da ist man im sicheren Gelände unterwegs. Stimmt nicht, da war der Hang einfach zu flach und man hat Glück gehabt. Dann Neuschneemenge, wenn man bei einer Tour so unterwegs ist mit so Neuschneemengen, dann kann man sich schon vorstellen, dass das wahrscheinlich eine kritische Neuschneemenge darstellt. Und Windzeichen, entweder solche Windfahnen wie auf dem Bild, kann man sich schon direkt kann man sie sehen,
dass von rechts nach links der Wind geblasen hat und hier im Ablagebereich ziemlich viel Triebschnee liegen wird. Oder eben solche Verfrachtungen, wo man die Lechte sehr gut erkennt. Dann gibt es aber Hoffnung, wenn der Schnee das Problem ist, ist das Gelände die Lösung. Also nehmen wir an, wir haben ein Triebschneeproblem und wir wollen da hoch, dann werden wir eher hier am Rücken entlang laufen, der vielleicht zwar abgeblasen ist, aber sicher, und nicht in dieser Mulde rauf, wo der ganze Triebschnee drinnen liegt. Man sollte dabei aber bedenken, wenn hier der ganze Rücken, wo ich aufsteige, abgeblasen ist, will ich dann auch über den abgeblasenen Hang wieder runterfahren oder verleitet es mich dann in den Triebschnee rein? Also da muss man ehrlich zu sich selber sein. Und dann gibt es eben diese Maßnahmen, Entlastungsabstände oder einzeln gehen, beziehungsweise einzeln abfahren mit sicheren Sammelpunkten. Ja. Das könnt ihr aber wahrscheinlich, das wird jetzt alles am Sonntag und am Samstag in der Praxis dann auch üben. Die Schneedecke, ganz kurz noch, die unterliegt einer permanenten Veränderung und die besteht nicht aus einer einzigen stabilen Schicht, sondern aus unterschiedlich stabilen Schichten. Und da handelt es sich dann um sehr schlecht, schlechte, mittel oder gute Schneedeckenstabilitäten. Das werdet ihr jetzt dann aber auch in der Praxis dann am besten selber euch anschauen mit Hilfe eines Schneeprofils, wo man sehr gut diese Schichten erkennt und auch die sogenannte aufbauende und die abbauende Umwandlung des Schnees erkennen kann. Deswegen möchte ich da gar nicht so weit eingehen heute. Ganz kurz noch ein wichtiger Faktor, der meiner Meinung nach auch von Bedeutung ist, der menschliche Faktor. Kommunikation. Wie oft ist es euch wahrscheinlich schon passiert oder dem einen oder anderen, dass unten beim Bier nach der Tour fängt einer an und sagt, du oben bei diesem Hang, ich habe mich nicht mehr getraut, aber ich wollte nichts sagen. Und dann sagt der andere auch, ja, ich auch. Also dir ging es gleich. Und das, wenn sich niemand traut zu sagen, dass ihm unwohl ist, dann haben wir ein Kommunikationsproblem. Hochgefühl, wenn wir eine solche Abfahrt haben durch so unberührten Pulverschnee und es geht einfach super, lasst euch nicht verleiten, nicht mehr nachzudenken und nicht mehr ehrlich zu euch selbst zu sein, weil ihr so mit Euphorie voll seid. Trügerische Sicherheit. Ich bin in einer Gruppe, einer achtköpfigen Gruppe und der andere wird schon wissen, was gut ist und der andere weiß, was gefährlich ist und da brauche ich gar nicht nachzudenken. Oder eine vorhandene Spur. Lasst euch damit nicht so in Sicherheit, eine Sicherheit vorgaukeln, denn eine Spur, das heißt noch lange nicht, dass es nicht gefährlich war. Man weiß ja nicht, wie die anderen die Spur angelegt haben. Vielleicht haben die auch Angst gehabt und haben sich gedacht, zum Glück ging es nochmal gut. Unter Erwartungsdruck sowie die Expertenfalle. Eine Tour als Einheimischer habe ich schon 30 Mal gemacht und da denkt man gar nicht mehr nach, kann das gefährlich sein oder nicht. Sollte man aber schon so nachdenklich noch sein und so professionell, dass man sich vielleicht überlegt, es ist jedes Mal ein anderer Berg und da ist jedes Mal eine andere Schneedecke. So, das war's jetzt von meiner Seite. Und dann würde ich sagen, lasse den Erwin das Wort. Danke. Ja, danke Florian. War jetzt natürlich sehr aufschlussreich. Ziemlich genau so, wie wir es erwarten haben, weil man über deine Kompetenz ja Bescheid weiß. Ich habe vielleicht vergessen, ein bisschen ein Wort dazu zu sagen zum Florian. Er ist ein junger Bergführer, der vor 2 Jahren in der Zwischenzeit die Ausbildung abgeschlossen hat. In der Zwischenzeit, und das freut uns besonders, auch bei uns im Stammteam eben ist. Also das ist einfach für diejenigen, die ihn noch nicht kennengelernt haben. Und warum er heute hier steht, ist einfach, weil er in der Form deutlich gebildeter ist als ich selber, wenn es um Lawinenkunde geht. Aufgrund seiner Ausbildung als Meteorologe hat er natürlich einen anderen Background, wenn es um genaue Inhalte und Details geht, wie ich selber es habe, ein bisschen als hemdsärmeliger oder handgestrickter. Trotzdem erlaube ich mir jetzt, auf eine Frage zu antworten. Es ist eine Frage gekommen, recht interessant. Und zwar hat der Christian uns geschrieben, wie entsteht der Lawinenlagebericht? Anhand von Messungen oder ist es eine Interpretation?
Also, Florian hat vorhin erklärt, diese Zusammenarbeit der drei Regionen, wie es bei uns in Südtirol ist, also Südtirol, Nordtirol und das Trentino. Und den kennt man sehr gut und da können wir auch dazu Stellung nehmen, wie das entsteht. Es gibt natürlich Messstationen, automatische Messstationen, ein bisschen unterschiedlich die Anzahl in den verschiedenen Regionen. Ich kann es vorwegnehmen, Nordtirol ist da besser aufgestellt als wir in Südtirol hier. Das ist ein Kriterium, woraus der Lawinenlagebericht entsteht. Dann gibt es Schneemessstationen, wo auch Menschen dahinter stehen, das zu überprüfen genau. Dann gibt es die Forstbehörde bei uns in Südtirol, die Schneeprofile gräbt. Dazu, Florian hat es auch schon vorweggenommen, deutlich mehr, wenn ihr dann praktisch unterwegs seid mit den Bergführern, da wird es auch gemacht. Man kann sich sowas auch auf Lawine Report einmal abrufen, wie ein Schneeprofil zu Papier gebracht wird. Und nicht ganz zum Schluss gibt es auch noch eine beachtliche Gruppe an Bergführern in der Zwischenzeit, die über ein klares System, eine Art App, ihre Beobachtungen täglich an den Lawinenlagebericht schicken. Und aus diesen Informationen heraus wird dann eine Matrix gefüttert. Und über diese Matrix, die übrigens europaweit verwendet wird von den Lawinenlageberichten, ergibt sich dann die aktuelle Gefahrenstufe, die dann von diesen Menschen eben ausgegeben wird. Also es steckt viel Herzblut und Arbeit dahinter. Trotzdem erlaube ich mir zu sagen, es ist halt je nachdem, wie gut die Informationen sind, die die Macher des Lawinenlageberichts erhalten, dementsprechend wird dann auch die Qualität des Lawinenlageberichtes sein. Er hat für uns trotzdem eine immense Wichtigkeit. Auch das hat der Florian vorweggenommen. Bei allen Strategien, die wir zurzeit anwenden, ist das Hauptkriterium der Lawinenlagebericht. Dementsprechend hofft man natürlich, dass dieser auch qualitativ so hochwertig ist, dass er auch stimmt in diesem Moment. Ich hoffe, die Frage ist ein bisschen beantwortet und wir gehen jetzt noch kurz weiter. Es kommt nicht mal allzu viel, aber ein bisschen was zur Lawinenrettung. Unsere Herangehensweise, alle, die uns kennen, glaube ich, ist es eine Wiederholung, ist eher in der Form, dass man versucht, Prävention zu machen und nicht zu viel auf das Retten. Aber es gehört dazu. Und ich steige hier jetzt ein mit einer Frage, die ich mir vor einigen Jahren anlässlich eines Skitourentreffs habe stellen lassen und die dann gelautet hat, ist es okay, mit einem 15 Jahre alten LVS-Gerät noch auf Tour zu gehen? Und gerade in letzter Zeit haben wir ein paar Gedanken darüber gemacht und sage jetzt, da hat sich die Meinung ein bisschen geändert, mit einem solchen Gerät und ja, Menschen, die die gleiche Haarfarbe tragen vielleicht wie ich, können sich noch gut daran erinnern. Das waren die ersten oder nicht ganz ersten, aber immerhin die analogen LVS-Geräte, die lange Zeit auch als sehr hochwertig galten. Trotzdem sage ich an dieser Stelle, mit einem solchen Gerät ist es nicht mehr okay, heutzutage auf Skitour zu gehen. Vor allem auch den Partnern oder den anderen Wintersportlern gegenüber, da die Geräte zum Teil in der Kompatibilität mit den modernen digitalen Drei-Antennen-Geräten nicht mehr perfekt funktionieren. Spannender, eine Aussage zu machen, wird es bei diesen Geräten. Die Zeit vergeht unheimlich schnell und selber kann man sich noch gut erinnern, wie diese Neuigkeiten, die eigentlich vieles revolutioniert haben, auf den Markt gekommen sind. Aber die Zeit geht so schnell, dass die Geräte, die hier abgebildet sind, zum Teil schon über 20 oder 20 Jahre alt sind. Und dementsprechend auch hier der Hinweis, wir wissen, es ist heutzutage digital, es wird abgedatet, also die Software kann zum Teil auf den neuesten Stand gebracht werden, aber die Hardware, die im Hintergrund steckt, hat halt einige Jahre auf dem Buckel. Meine Überlegung dazu, es ist jetzt nicht notwendig, wenn man solche Geräte besitzt, sofort neue anzuschaffen, aber ganz, ganz in Ordnung ist man wahrscheinlich auch nicht mehr. Worum geht es? Wir wissen, Notfallausrüstung besteht nicht nur aus dem LVS-Gerät. Das allein ist zu wenig. Es gehört unbedingt eine Sonde und eine Schaufel dazu. Ich gehe auch schnell drüber. Das habe ich jetzt von Florian gelernt, um mich nicht zu lange aufzuhalten. Es gibt ganz klare Kriterien, Tests auch. Wenn ich nur ein LVS-Gerät allein besitze und mit dem gut umgehen kann und jemanden, der verschüttet ist, ungefähr einen Meter tief, mit dem Gerät orte, bis ich ihn aus der Schneedecke heraus habe, mit bloßen
mit bloßen Händen, möglicherweise mit Skiern oder was ich halt gerade zur Verfügung habe, brauche ich eine Stunde. Das ist zu lang, wir wissen es. Wenn ich eine Schaufel auch noch dabei habe, neben dem funktionierenden LVS-Gerät, bin ich immer noch bei der knappen halben Stunde, 25 Minuten. Auch das ist, ich komme auf eine weitere Tabelle später, auch noch zu langsam, fast immer oder leider Gottes sehr oft. Wenn ich aber geübt bin, ein LVS-Gerät, Schaufel und Sonde dabei habe und mit dem halbwegs umgehen kann, dann habe ich eine reelle Chance, unterhalb einer Viertelstunde jemanden aus einem Meter Verschüttungstiefe herauszuholen. Und diese in der Zwischenzeit auch in die Jahre gekommene, aber immer noch absolut gültige, ja, heißen wir es Statistik oder eben Herangehensweise oder das Wissen, was los ist, wenn man denn verschüttet wird, in den ersten 18 Minuten oder bleiben wir über den Daumen gepeilt bei der vierten Stunde, leben oder überleben über 90% der Verschütteten. Das heißt, sehr, sehr viele. Das Problem dabei ist aber, dass die Kurve dann extrem abfällt und nach etwa 35 Minuten leben ungleich weniger Menschen. Also dort sind wir bei, ja, was weiß denn ich, jetzt bei 35% der Verschütteten, die eventuell noch am Leben sind. Also man sieht ganz klar, und darauf wollen wir ja immer hinaus, es ist derjenige, der mit mir unterwegs ist, der vor Ort ist, der sofort mich aus der Lawine rausholen kann. Wenn es über die Viertelstunde hinausgeht, dann sinken die Chancen einfach extrem ab. Wir lassen das jetzt auch, diese ganzen Zahlen. Es ist nur darauf wieder hinzuweisen, die Übung mit der notwendigen Ausrüstung, also mit Schaufel, Sonde und LVS, ist notwendig, weil das die einzig reelle Chance ist. Und genau dort hat sich schon jetzt bei den Geräten relativ viel getan in letzter Zeit. In der Zwischenzeit gibt es eine Menge an LVS-Geräten, die wirklich anwendbar sind. Wir reden von modernen digitalen Drei-Antennen-Geräten. Ich habe es hier auch ein bisschen hingeschrieben. Drei Antennen, überhaupt kein Thema mehr. Die digitale Anzeige, von dem redet man heute schon gar nicht mehr. Für mich immer wichtig auch der Gruppencheck. Ich habe es bewusst vor der Markierfunktion hingeschrieben, denn es ist einfach notwendig, beim Start auf die Tour oder zur Tour zu überprüfen, ob das Gerät denn auch noch richtig funktioniert. Und wenn man eine angenehme Methode drauf hat, ein Hilfsmittel auf dem Gerät, das man verwendet, dann wird das auch gemacht. Dementsprechend ist das in meinen Augen sehr wichtig. Und dann die Markierfunktion, auch das lernt ihr alles im Gelände draußen dann, gerade am Samstag, ist eigentlich das Hauptaugenmerk von dem Unterwegssein mit den einzelnen Bergführern. Markierfunktion für die Mehrfachverschüttung, wobei wir da schon in eine ganz andere Dimension einsteigen. Was ich mitgeben will, es geht nicht um Werbung, überhaupt nicht, aber es geht um Information und das, glaube ich, ist schon notwendig und auch erlaubt an dieser Stelle. Es gibt einige wenige richtig gute Geräte, ich habe sie hier abgebildet, wobei sich das Rechte in der Zwischenzeit, ich traue mich das zu sagen, noch einmal leicht abhebt und ich bin aber trotzdem, deswegen habe ich die hier mitgebracht, ein Fan auch von eben solchen Geräten, also die zweite Stufe, die Elementgeräte, vor allem für Leute, die nicht professionell unterwegs sind. Warum? Weil diese zweite Stufe in der Technik, die sie innehaben, zum Senden und zum Suchen absolut vergleichbar sind mit den Top-Geräten. Ein bisschen weniger kosten, das ist nicht der Grund, aber alles, was unbedingt notwendig ist in der Situation, wo ich jemanden retten muss, das können die Geräte und es gibt nicht so viele Funktionen drauf, die mich eventuell sogar stören, die eher der Profi dann anwendet und nicht derjenige, der zwar auch viel auf Skitour geht, aber nicht jeden Tag mit diesem Gerät umgeht. So etwas gehört auch noch dazu für diejenigen, die Interesse haben. Eher noch bei den Element, wobei das dann schon speziell ist, das Micro von Beeps, weil es auch vom Gewicht sehr, sehr beliebt geworden ist in der Zwischenzeit. Aber, und deswegen habe ich mir erlaubt, das jetzt mitzubringen. Wenn wir von doch Neuerungen reden, dann ist es einfach die Tatsache, dass man immer mehr Bescheid weiß, wie stark Störquellen auf LVS-Geräte wirken. Und angefangen ist es schon bei den einfachen metallischen Gegenständen. Die schirmen einfach das Signal zum Teil ab.
Und vom Sendegerät, also von dem Gerät, das dann auch aussendet, und dementsprechend geringer ist die Leistung. Und je, logisch, je größer der metallerne Gegenstand, umso stärker ist auch die Abschirmung unter Anführungszeichen. Ich habe hier ein paar, ja, ein paar Gegenstände abgebildet. Ein bisschen ist es auch der Grund für diejenigen, die sich schon länger mit dem befassen und festgestellt haben, dass man vor wenigen Jahren noch beim Suchen mit dem LVS-Gerät Schaufel und Sonde schon in der Hand gehalten hat. Heute lässt man Schaufel und Sonde im Rucksack, sucht nur mit dem Gerät, weil man auch um die Störfunktion weiß. Aber noch unglaublicher ist, dass auch eine Alufolie oder sogar eine Packung Schokolade, die eben in Alupapier oder wie hier abgebildet eine Kekspackung eingepackt ist, wenn sie denn ganz nahe am Gerät dran ist, als Störfunktion wirkt. Nicht so schlimm, aber immerhin, denn schlimmer sind wir bei den Geräten, die ich hier abgebildet habe. Und das ist effektiv so, dass wir heutzutage wissen, dass ein Handy ein sehr großer Störfaktor ist. Überall, wo Strom zirkuliert, wo magnetische Strahlen entstehen, passiert das einfach in einer größeren Form. Handy, natürlich Funkgerät, ein Thema auch die GPS-Uhr, diese Smartwatch, die es heutzutage gibt. Ganz interessant, da gibt es einen ganz schlimmen Fall mit der GoPro, also beziehungsweise mit diesen Cams, mit diesen Action-Cams, die es heutzutage gibt, eine Snowboarderin, die gleich fünf am Körper platziert hatte, professionell natürlich für Filmaufnahmen in die Lawine gekommen ist und nicht mal gerettet werden konnte, weil das LVS-Gerät definitiv nicht mehr funktioniert hat aufgrund der Störfunktionen. Und einige von euch werden sich denken, was hat denn hier Handschuhe abgebildet, da ist was daneben gegangen. Nein, dem ist nicht so. Es gibt heutzutage ja auch diese beheizbaren Handschuhe, die sehr stark stören und zudem hier nicht abgebildet, auch Handschuhe, wo sich die Finger oder die Fäustlinge über die Finger aufklappen lassen, mit einem Magnetknopf dann verbunden werden und natürlich auch dieses Magnet wirkt als Störfunktion. Und wenn wir schon bei Strom waren, im Gelände, wo man normal auf Skitour unterwegs ist, ist es in der Regel kein großes Problem, aber in Skigebieten, wo möglicherweise Höchststromleitungen unterwegs sind, Lichtanlagen dastehen, Schneekanonen in Funktion sind. Auch dort können wir Störfunktionen haben, wenn man dort in eine Lawine kommt. Geistersignal, auch das ist ein Begriff, der jetzt oft in Bezug auf das LVS-Gerät verwendet wird. Es gibt da gerade bei uns in Südtirol einige Beispiele, die sogar in Einsätzen mit Hubschraubern und drum und dran geendet haben. Wenn ein LVS-Gerät zu nahe am Handy, auch in seiner Suchfunktion zum Teil verwendet wird, kann es sein, dass auch wenn niemand verschüttet ist, trotzdem solche Signale auftreten kurzzeitig. Und man möglicherweise überzeugt ist, dass es einen Verschütteten gibt, obwohl eigentlich nur das Gerät gestört war durch eine Störfunktion von außen. Bin ich bald durch, aber auch zu dem Thema. Ich habe heute zum Airbag, wo wir die letzten Jahre öfters darüber geredet haben, nichts mehr vorbereitet, außer dass es sich gerade jetzt herausgestellt hat, dass die modernsten, und das sind natürlich die elektronischen Airbag-Rucksäcke, und es ist eine Tatsache, dass die Entwicklung dahin geht. Wir wissen ja, es gibt verschiedene Systeme, es gibt die ganz klassische Kartusche, die sogar ausgetauscht werden muss jedes Mal. Es gibt die wieder nachbefüllbare Kartusche. Natürlich stören diese Elemente nicht, aber die Entwicklung geht ganz klar zu den elektronischen Airbag-Rucksäcken hin. Vor allem jetzt in letzter Zeit zu diesen Superkondensatoren und die verringern die Empfangsreichweite unter Anführungszeichen von einem LVS-Gerät, wenn es denn zu nahe an diesem Gerät dran ist, sehr, sehr stark. Was man dagegen tun kann, ich habe mich versucht, ein bisschen zu informieren, ganz wichtig, auch die Rucksäcke werden gleich wie ein LVS-Gerät immer wieder abgedatet. Den Herstellern ist es in der Zwischenzeit bekannt. Und gerade ganz, ganz die neuen Systeme haben Software-Updates drauf, die man sich unbedingt holen muss.
Zum Teil, das Arbeitssystem lässt sich ja über den Computer und noch angenehmer. Und deswegen sage ich es hier, weil man weiß, dass gerade beim JetForce, der ja eigentlich ein Vorreiter in dem Bereich ist, eine große Störfunktion da ist, mit Ausnahme vom neuesten Update. Und das kann ganz einfach über die Beeps-App, die man ja eventuell auch beim LVS-Gerät dabei hat, gemacht werden. Und dementsprechend soll das gemacht werden. Und das ist ganz wichtig, damit man diese Störquelle eliminiert, wobei es schon auch andere Möglichkeiten gibt. Und zu dem ich jetzt gleich. Die Empfehlung, bitte nicht so, also nicht das LVS-Gerät in unmittelbarer Nähe von einem Handy platzieren, auch nicht in der Sendefunktion. Also wenn ich es in der Halterung, wie es sich gehört, trage, dann soll das Handy einfach in einer gewissen Entfernung sein, mindestens 20 Zentimeter. Hier auf dem Bild könnte man meinen, es reicht. Wenn man dann aber möglicherweise in der Lawine landet, der Körper wird auch ein bisschen verkrümmt unter Anführungszeichen, dann ist es bald so, dass das Handy direkt über dem LVS-Gerät liegt und das ist dann natürlich der Worst Case. Es sind einfach einige Hinweise, die dann ganz wichtig werden beim Suchen. Das machen wir ja dann am Samstag im Gelände. Wird das LVS-Gerät vom Körper weggehalten? Gell? Ich habe jetzt hier leider Gottes den Text verwechselt, sehe ich gerade selber. Das Handy geht vom Körper weg. Und das nächste, was auch ein großes Problem ist, die Uhr an der Hand kann nicht, also die Hand kann nicht verwendet werden, wenn die Uhr dran ist, um mit dem Gerät zu suchen. Das spielt sich logischerweise nicht. Die Entfernung ist zu gering. Entweder die Uhr weg oder besser noch einfacher, einfach mit der anderen Hand das Gerät halten. Das sind jetzt schon wichtige Hinweise, die in nächster Zeit, glaube ich, immer mehr an die Oberfläche kommen werden. Die Geräte zum Suchen in Wirklichkeit sind so gut und so einfach geworden, dass es langsam mehr um diese Inhalte geht als um die Suchfunktion selber so. Und die Regel beziehungsweise sagt man, die Antwort auf das Ganze ist einfach diese 20-50er-Regel. Das heißt, wenn ich das Gerät im Sendemodus habe, dann halte ich einen Abstand von mindestens 20 Zentimetern ein und es wird nicht allzu schlimm sein. Im Gegenteil, die Störfunktion oder der Störfaktor ist dann nur mal ein geringer. Und wenn ich im Suchmodus bin, also wenn ich wirklich jemanden suche, dann gebe ich das Gerät einfach mit dem Arm, mit der Hand nach vorne und schaffe es somit. Ich muss auch die Hand nicht extrem durchstrecken. Ich schaffe einfach diesen Abstand der 50 Zentimeter, sei es zum Rucksack, der eventuell als Störfaktor agiert, oder auch zum Handy, das ich habe. In der Zwischenzeit geht man dahin und empfiehlt, und das ist ja sowieso das Kriterium bei der behelfsmäßigen Rettung, dass die Angelegenheit halbwegs koordiniert wird. Und wenn wir zu mehreren da sind und es koordiniert machen können, dann geht man dazu über zu sagen, einer sammelt die Handys ein oder beziehungsweise derjenige, der sucht, gibt sein Handy ab, damit es nicht stört oder er schaltet es zumindest aus, wobei auch ein ausgeschaltetes Handy immer noch ordentlich stört. Und auch wenn jemand, was ja ganz wichtig ist, den Notruf absetzt, dann soll er sich mindestens 10 Meter vom Suchenden entfernen, um nicht als zu große Störquelle für den Suchenden zu agieren. Das habe ich jetzt noch ein bisschen in der Theorie versucht zu erklären. Das ist dann intensiv eine Übung am Samstag im Gelände und als Zusatzausrüstung diesmal nicht ein Airbag-Rucksack oder sonst was, sondern diese Sonde, diese iProbe, also die intelligente Sonde, die nichts anderes ist als ein eigenes kleines LVS-Gerät noch. In ihrer Funktion wird sie eingeschaltet, gleich wie eine normale Sonde. Und wenn man in einer Entfernung von weniger als 2 Metern zum verschütteten Mann mit der Spitze sich befindet, gibt sie wieder einen Beepstone ab, so lang, bis der Beepstone nicht mehr ein Beepstone ist, sondern ein durchgehender Ton, wenn man in einem Abstand von Nummer 50 Zentimetern ist. Das klingt jetzt alles ein bisschen schon fast übertrieben. Ich habe mich diesmal dazu entschlossen, sie mitzubringen, weil ich einfach in den letzten Jahren öfters erlebt habe, was es ausmacht, so ein Gerät noch zusätzlich dabei zu haben. Zum Glück nicht in Ernstfällen.
Aber ich war öfters auch bei Prüfungen dabei. Und wenn man heute mit diesen tollen elektronischen Geräten arbeitet, dann hat man eine Führung mit dem LVS-Gerät. Man wird geführt, bis man in den Nahbereich kommt. Dann kommt noch die Feinsuche. Auch die wird vielleicht noch optimal gemacht. Man hat die Hilfestellung des Gerätes. Und dann kommt das Sondieren und alles ist ruhig. Und wenn die ersten Sondenstiche keine Treffer ergeben, dann kommt, und zwar fast exponentiell, auch die Nervosität. Und da habe ich gemerkt, wenn dann jemand noch so ein Gerät dabei hat, das wieder führt, dann hilft es ungemein. Und ich möchte hier nicht nochmal die Statistik bemühen, aber man weiß in der Zwischenzeit, wie viel, und das ist ein enormer Prozentsatz, die IPOP, die Feinsuche in der Zeit reduziert und man schneller zu einem positiven Ergebnis kommt. Natürlich kostet sie Geld und es geht auch nicht um Werbung. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ich weiß, dass wir am Samstag einige von denen dabei haben werden und da können das dann ausprobieren bzw. noch ein bisschen genauer anschauen. Ich glaube, jetzt habe ich schon wieder ziemlich lang geredet. Ich gehe jetzt noch so einmal. Noch einmal danke an den Florian. Auch das Bild ist von ihm. Möchte gemeinsam mit ihm, glaube ich, kann ich sagen, einen sicheren und schneereichen Winter 2024 allen wünschen. Möchte aber schon noch ganz kurz darauf hinweisen, dass die Infos für alle Teilnehmer, die am Wochenende dabei sein werden, spätestens am Donnerstagvormittag per E-Mail zugeschickt werden. Das deshalb nicht früher, weil wir erfahrungsgemäß in den letzten Tagen immer noch Absagen, aber zum Glück auch Anmeldungen noch haben. Es sind viele Gruppen wieder vorgesehen und dementsprechend ist es für das Büro hier viel angenehmer, einmal die Sachen effektiv aufzuarbeiten und zu schicken, als hinterher jeden noch einmal zu informieren, weil es Änderungen gibt. Dementsprechend keine Angst, die Infos kommen, aber sie kommen am Donnerstagvormittag. Ich möchte jetzt noch hinweisen auf die Gipfelgespräche, die am Freitag irgendwo schon auch ein bisschen im Rahmen dieses Skitourentreffs stattfinden. Wir sind wieder im Rijker Forum in Bruneck zum Thema Schnee und Klimawandel. Es ist Michael Mathieu, ein begeisterter Wissenschaftler, der uns zu dieser Angelegenheit ziemlich einiges erklären wird. Er hat auch eine tolle Studie darüber gemacht. Und vor allem ist es wichtig, dass wir dort auch Fragen stellen, um eine Diskussion anzuzetteln. Und als allerletztes möchte ich noch darauf hinweisen, für alle Teilnehmer, die am Samstag und Sonntag dabei sein werden, vor allem am Samstag, ab 16 Uhr im Ufer, die Südtiroler kennen es, in Bruneck. Das Ufer gehört dann uns als Global Bean alleine, sind wir eingeladen zum sogenannten Treff, also ein kleines gemütliches Beisammensein, wo es auch ein paar Snacks und gescheit was zum Trinken gibt, wo man den Tag Revue passieren kann, wo man ein bisschen sich unterhalten kann über das Gelernte. Einfach noch einmal das wieder ein bisschen so herzuholen, wie der Global Bean Skitour und Treff eigentlich entstanden ist. Vielleicht sind noch einige dabei. In den ersten Jahren hat man sich ja immer alle gemeinsam an einem Ort getroffen, was effektiv auch ganz, ganz toll war, dann den Abend gemeinsam zu verbringen. Wir wollen das in einer unbekümmerten und auch nicht zwingenden Form wieder ein bisschen einführen. Dementsprechend von 16 bis 19 Uhr im UFO am Samstagabend alle herzlich eingeladen. Es ist jetzt noch wichtig, nochmal Danke an den Florian zu sagen. Einige von euch werden ihn auch am Samstag erleben. Dementsprechend danke, Florian. Ja. Ja. Und euch, es steht auf dem Bild oben, einen sicheren und schneereichen Winter. Und wahrscheinlich den einen und anderen sieht man dann eh auf Skitour. In diesem Sinne, danke dir, Florian, und danke euch fürs Zuschauen. Dankeschön, Dankeschön, Abend.